Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Microsoft Defender in Windows 11 deaktivieren können. Microsoft Defender Antivirus, früher bekannt als Windows Defender, ist ein integriertes, kostenloses Anti-Malware-Programm, das in Windows 11 enthalten ist und Ihren Computer von Viren und Malware schützt. Neben dem Schutz von Viren und Malware bietet Microsoft Defender auch Kontoschutz, Online-Sicherheit, Geräteleistung und Überwachung, Eventschutz sowie Firewall und Netzwerksicherheit. Wenn Sie ein Antivirenprogramm eines dritten Anbieters verwenden, möchten Sie wahrscheinlich den integrierten Defender deaktivieren. Aber beim Versuch, ein Antivirenprogramm eines dritten Anbieters zu installieren, können Schwierigkeiten auftreten. Im folgenden Video zeige ich Ihnen einige Möglichkeiten zur Deaktivierung von Microsoft Defender, von der einfachen Konfiguration bis zur Bearbeitung der Registrierung. Erste Methode: Deaktivieren von Windows Defender über Gruppenrichtseinstellungen. Als erstes müssen Sie den Schutz deaktivieren und dann die Gruppenrichtlinien-Editor ausführen. Öffnen Sie Start, Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Windows Sicherheit, Viren- und Bedrohungsschutz, Einstellungen verwalten. Hier deaktivieren Sie den Fälschungsschutz. Um den Editor für lokale Gruppenrichtlinien auszuführen, suchen Sie in der Suchleiste nach Gruppenrichtlinie, Entern und führen Sie ihn aus. Gehen Sie im Programmfenster zu Computerkonfiguration, administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, Microsoft Defender, Antivirus-Programm. Suchen Sie auf der rechten Seite die Einstellung Microsoft Defender Antivirus-Programm deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Enter. Wählen Sie in den daraufhin angezeigten Fenster die Option aktivieren und klicken Sie dann auf Anwenden und OK. Ändern Sie dann die Einstellungen, permanente Ausführung des Malware-Schutzdienstes zu lassen, indem Sie deaktiviert ankreuzen, Übernehmen, OK. Öffnen Sie dann den Ordner Echtzeitschutz. Wählen Sie die Option Echtzeitschutz deaktivieren. Hier aktivieren Sie aktiviert, übernehmen, OK. Die Konfiguration der Gruppenrichtlinien ist abgeschlossen. Um zu verhindern, dass bestimmte Dienste nach der Deaktivierung von Windows 11 Antivirus ausgeführt werden und Fehler verursachen, müssen Sie als nächstes den Taskplaner konfigurieren. Suchen Sie nach das Planer und öffnen Sie ihn. Gehen Sie zu das Planer Bibliothek, Microsoft Windows, Windows Defender. Hier deaktivieren Sie alle vier Aufgaben nacheinander. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wert Deaktivieren. Anschließend müssen Sie die Computer- und Benutzerrichtlinien aktualisieren. Öffnen Sie dazu eine Befehlszeile als Administrator und führen Sie den folgenden Befehl aus. Nach dieser Einstellung wird Defender beim nächsten Start nicht mehr mit dem System gestartet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten
beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die nächste Methode zur Deaktivierung des Schutzes ist die Einstellung in der Registrierung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü, Ausführen und geben Sie Regelgetreu OK in die Zeile ein. Navigieren Sie in dem sich öffnenden Registrierungsfenster zu. Um einen Wert in diesem Ordner zu ändern oder hinzuzufügen, müssen Sie zunächst den Besitzer ändern. Die Standardeinstellung ist hier System. Um die zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Berechtigungen. Klicken Sie im Fenster Berechtigung für die Windows Defender Gruppe auf die Registerkarte erwartet und klicken Sie im Feld Eigentümer auf die Schaltfläche ändern. Im nächsten Fenster klicken Sie auf Erweitert, Suchen. Wählen Sie hier das Administratorkonto oder die Administratorkontogruppe aus und bestätigen Sie mit OK und dann erneut mit OK. Aktivieren Sie dann die Kontrollkettchen Subcontainer und Objekteigentümer ersetzen und alle Berechtigungseinträge des untergeordneten Objekts durch die von diesem Objekt geordnet ersetzen. Und bestätigen Sie im Pop-up-Fenster Sicherheit die Änderungen Ja. Dann geben Sie den Benutzer im Fenster Gruppenberechtlinien vollen Zugriff. OK. Nun können Sie mit der Bearbeitung der Registrierung beginnen, indem Sie unter Windows Defender eine Voreinstellung 32 Bit mit den folgenden Namen erstellen: Disable Antivirus, Disable Anti-Spyware, Service Start Status und ihnen den Wert 1 zuweisen. Dann schließen Sie den Registrierungseditor und starten den Computer neu. Nach dem neuen Start wird der Defender deaktiviert. Wenn Sie es im Fenster Schutz von Viren und Bedrohungen erneut ausführen müssen, klicken Sie auf Jetzt neuen starten. Eine andere Methode zur Deaktivierung von Microsoft Defender ist die Verwendung des Dienstprogramms AutoRooms für Windows. Laden Sie dieses Dienstprogramm herunter und entpacken Sie es aus dem Archiv. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung. Als nächstes müssen wir den Zeitschutz deaktivieren und den abgesicherten Modus booten. Öffnen Sie Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Windows-Sicherheit, Viren- und Bedrohungsschutz, Einstellungen verwalten und deaktivieren Sie den R-Zeitschutz. Und dann, um in den abgesicherten Modus zu booten, suchen Sie nach Systemkonfiguration. Öffnen Sie die Registerkarte Booten, aktivieren Sie das Kontrollkätzchen neben abgesicherten Modus, Minimal, OK und klicken Sie auf Neu starten. Öffnen Sie nach dem Booten im abgesicherten Modus die Sicherheit und prüfen Sie, ob Defender nicht aufgeführt wird. Gehen Sie dann in den Ordner mit dem AutoRooms-Dienstprogramm für Windows und führen Sie AutoRooms 64.exe aus. Öffnen Sie im Programmfenster die Registerkarte Service. Mit den Standardeinstellungen sind Windows-Dienste ausgeblendet. Damit sie angezeigt werden, öffnen Sie Options und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Windows-Einträge, Ausblenden, Hide Windows Eintritt. Suchen Sie als nächstes nach dem Windows Defender im Dienst. Und deaktivieren Sie ihn. Dadurch wird den Windows Defender daran gehindert, nach jedem Systemstart automatisch zu starten. Schließen Sie dann das Dienstprogramm und laden Sie es nochmal. Öffnen Sie die Systemkonfiguration.
markieren Sie hier normaler Start. Okay. Neustart. Öffnen Sie nach dem Neustart den Task Manager und überprüfen Sie den Start von Windows Defender Service. Öffnen Sie Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Windows Sicherheit, Viren- und Bedrohungsschutz, Kabinett. Hier sehen Sie ein rotierendes Symbol oder den Schutzstatus unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt überprüft Defender die Einstellungen. Ein wichtiger Punkt. Klicken Sie nicht auf Defender-Kachel, während Sie Informationen empfängt oder der unbekannte Status angezeigt wird. Wenn Sie auf die Kachel Windows Defender klicken, wird sie wieder aktiv. Warten Sie, bis der Status deaktiviert angezeigt wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt neu starten, um die Änderungen zu verwenden. Sie wissen jetzt, wie Sie den Windows Defender in Windows 11 deaktivieren können. Um sicherzustellen, dass er nach einem Neustart inaktiv bleibt, befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Wenn die oben genannten Methoden zur Deaktivierung von Microsoft Defender nicht funktionieren, können Sie Programme von Drittanbietern ausprobieren, die im Internet leicht zu finden sind. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss.